Der Schlitten des Fuchses. Die Hirten hüteten am Waldesrand Lämmer. Da kommt aus dem Wald ein Fuchs hervor und verlangt ein Lämmchen. Die Hirten geben es ihm. Der Fuchs packt es und läuft damit in den Wald zurück. Als er das Lämmchen in den Wald geschleppt hatte, fertigte er einen Schlitten an, spannte das Lämmchen davor und fuhr spazieren. Einmal begegnete er auf seiner Fahrt dem Wolf, der bat, man möge ihn doch ein Stück Weges mitnehmen. Der Fuchs setzte den Wolf in den Schlitten, aber auf der Fahrt zerbrach der Schlitten. Nun spannte der Fuchs das Lämmchen aus und sagte zu dem Wolf, »Geh du in den Wald und mach den Schlitten wieder heil.« Der Wolf antwortete, »Wie soll ich das machen, wenn ich nichts davon verstehe?« Der Fuchs sagt, geh in den Wald und sprich. Bäumlein schief und Bäumlein krumm, bildet euch zu einem Schlitten um. Der Wolf geht in den Wald und sagt, Bäume die Menge, aber keiner taugt etwas. Er machte den Schlitten nicht heil. Er kam zum Fuchs zurück und sagte, er habe den Schlitten nicht heil machen können. Nun fragte der Fuchs, »Was hast du denn gesagt?« Der Wolf antwortete, er habe gesagt, »Bäume die Menge, aber keiner taugt etwas.« Der Fuchs darauf, »Du bist ein Dummkopf.« Und er lässt den Wolf bei dem Lämmchen und geht selbst in den Wald, um den Schlitten heil zu machen. Als er in den Wald kommt, sagt er, »Bäumlein schief und Bäumlein krumm, bildet euch zu einem Schlitten um.« Und der Schlitten ward wieder heil. Der Fuchs kommt mit dem Schlitten an und findet das Lämmchen allein. Es liegt am Boden. Der Fuchs hebt es auf und spannt es vor den Schlitten, aber das Lämmchen zieht nicht. Nun bemerkt er, dass er das Fleisch des Lämmchens aufgerissen und sein Fell mit Moos ausgestopft war. Der Fuchs sprach zu sich selbst, »So ein Betrüger! Mein Lämmchen hat er gerissen und ist dann selbst in den Wald gelaufen.« Der Fuchs begab sich erneut zu den Hirten und bat um ein Lämmchen. Die Hirten fragten, »Wo hast du das denn gelassen, das wir dir gegeben haben?« Der Fuchs antwortete, »Es ist verschwunden.« Nun gaben die Hirten dem Fuchs ein anderes Lämmchen. Er nahm es und ging in den Wald zurück. Als er es vor den Schlitten gespannt hatte, fuhr er wieder wie früher durch den Wald spazieren. Wohl hat der Wolf mitfahren wollen, aber der Fuchs ließ ihn nicht mehr in den Schlitten steigen.